So, weiter geht's. Ich hab grad, lehn keine Hilfe ab. Okay, dann auch nicht meine. Warum habe ich mich eigentlich nicht als Bauer, nicht als Bauer, als Mönch verkleidet? Wäre doch viel schlauer gewesen. So. Hoffentlich können wir diese Mönche recht schnell zurückschlagen. Sonst fürchte ich um das Schicksal der Kleinbauernarmee. Ich stelle mein Pferd vorsichtshalber hier hin. Und raub dann erst die Kerle hier aus. Diese Angreifer, diese feines Brut, wie der Kommandant der Kleinbauern das schon gesagt hat. Der Kleinbauernarmee, entschuldigt. Ich vergaß. Das sind aber wirklich einige gewesen. Die waren auch ziemlich schwer bewaffnet, so wie ich das sehen kann. Ein Kürbis hier, ein Kürbis dort. Sehe ich das falsch oder haben wir wirklich 97 Kürbisse? Eieieiei. Und Tränke haben wir auch einige. Heiltränke haben wir jetzt. Ich habe 84 gelesen. Ich dachte schon, wow. Wo haben wir die denn her? Können wir hier rein? Cool. Gibt's ja was zu holen. Yo. Hier gibt's was zu holen. Ganz viel Gemüse. Ganz viel leckeres, gesundes Gemüse. Wie schon gesagt, immer schön Gemüse essen. Das hält fit und gesund. So, was haben wir denn hier? Nutzloses Zeug, ein Bogen, ein paar Pfeile brauchen wir nicht. Trank, Gemüse, lecker, lecker, lecker. Wie gesagt, immer schön Gemüse essen. So, hier ist nichts mehr, was wir mitnehmen könnten. Selbst wenn wir es wollten, und das wollen wir ja unbedingt. Also Zeug mitnehmen. Das finde ich brauchen. So, Herr Kommandeur der Kleinbauernarmee. Melde mich zum Dienst. We've arrived just in time. Puh, wir sind gerade rechtzeitig gekommen. Danke für eure Hilfe, guter Mann. Oh, wie ich sehe, seid ihr keiner von uns. Ihr seid ein Edelmann. Ändert es irgendetwas? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zweimal die gleiche Stimme nehme. Nein, es ändert nichts. Ihr habt uns geholfen, darum seid ihr einer von uns, auch wenn wir Edelmänner nicht mögen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Erkennt ihr uns nicht? Wir sind Don Xisair. Er gibt einen Befehl und wir, also... Aber welches Recht habt ihr, uns auszufragen? Ihr seid keiner von unseren Befehlshabern. Seid ihr ein Spion? Beruhigt euch, ich suche jemanden und habe nur gesteigertes Interesse an eurer Beschäftigung. Interesse. Beschäftigung. Was ihr für Wörter benutzt, aber gut. Wenn ihr es wissen wollt, es tut mir leid, aber ich kann euch nichts sagen. Seid nicht böse, ich bin es leid, von Dons herumkommandiert zu werden. Ich habe meinen Don deshalb getötet, aber habt keine Angst, ich werde euch nichts tun. Wen sucht ihr? Ich suche einen gewissen Nitascu, aber den kennt ihr sicherlich nicht. Why? Aber ja, wir kennen ihn sehr gut. Er ist ein Edelmann, ganz recht, aber er ist einer von uns. Das steht fest. Wenn ihr ihn braucht, so findet ihr ihn im Wirtshaus zum tanzenden Ertrunkenen. Das ist auch ein sehr schöner Name. Da ist er schon seit dem Morgen. Anscheinend wartet er auf jemanden. Vielleicht wartet er auf euch. Vielleicht. Dann muss ich mich beeilen. Ja, hurry. Ja, beeilt euch, aber nehmt den Pfad nicht die Straße. Es gibt hier mehr Räuber als früher auf einem Köter. Okay, danke für den Rat. Danke für den Rat. Ja, das mit den Stimmen ist wirklich so eine Sache. Hier sind ganz viele
Bauern, Armeeleute. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ah, ziemlich vertikal, horizontal meine ich. Priesterumhang heißt der. Wir können jetzt eigentlich mal zu dem Händler hier gehen. Wie war es nochmal? Ziemlich viele Diebe. Banditen. Alles voller Banditen und so. Und das zweite Gebot. Bogenschützen immer zuerst ausschalten. So. Noch einer. Und dann war's das. Jetzt können wir noch ein paar Häuser ausräumen. Ach nee, eine Frau braucht schon wieder unsere Hilfe. Da sind wir doch sofort zur Stelle. Ich würde sagen, wir lassen die Typen erstmal hier liegen und machen stattdessen zwei Gänge zum Händler. Ich glaube, unser Inventar ist im Moment nämlich voll. Do you want to buy or... Guten Tag, wollt ihr etwas kaufen oder verkaufen? Ja, ich habe eine große Warenauswahl. Zeigt mir, was ihr habt. Dann wollen wir ihm auch mal zeigen, was wir haben. Eieiei, 897 Geldstücke verdient, denn wir haben ein bisschen was in Handel, in unsere Handelsfähigkeit investiert. Und das zahlt sich aus. So, den Hut können wir jetzt verkaufen. Das Auge des Mika auch. Den Helm auch. Das Schwert auch. Den Helm auch. Sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. So eine schöne Jacke, aristokratische Jacke, brauchen wir nicht. So einen haben wir schon. Könnten wir eigentlich auch irgendwann mal verbessern. Könnten wir machen. Cool, gerne. Dann Geld. Ach komm, nehmen wir alles mit, was wir können und was einfach irgendwie Geld bringt. Jetzt gehen wir noch in dieses Haus rein. Raum ist aus. Es sieht fast so aus, als wäre vor uns schon jemand hier gewesen. Eine umgefallene Truhe, in der nur noch Gemüse ist. Leckeres, leckeres Gemüse. Eine Nuss und zwei Kürbisse. Davon kann man noch satt werden. Und ganz nebenbei, hier steht eine Frau und ein Pferd. Ich werde ein Mädchen. Oh, keine Frau, sondern ein Mädchen. Danke, dass ihr mich vor den Banditen gerettet habt, aber mein Vater ist ernstlich verwundet. Wir brauchen einen Heiler und zwar rasch, sonst stirbt er. Ja, ein bisschen gebrochene Stimme, das Mädchen. Ist das der Vater, der hinter ihrem Gebüsch liegt? Neben der Axt. Bedauere, aber dafür... Natürlich helfe ich dir, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Wo finde ich einen Heiler? He's living in the village nearby. Er wohnt im Dorf ganz in der Nähe, bei der Mühle. Beeilt euch bitte. Hoffentlich ist das jetzt nicht so hoch gewesen. Das ist sehr weit weg. Ich glaube nicht, dass ich das nur rechtzeitig schaffe. You can take my father... Wenn ihr wollt, könnt ihr das Pferd meines Vaters nehmen. Natürlich ist es kein Hammerharross, aber reiten geht schneller als laufen. Da sagst du was, Mädel. Gut, ich bin bald mit dem Heiler zurück. Ach du Scheiße. Da habe ich mir ja was aufgeheizt. Müssen wir ganz weit reiten. Wir reiten ja erstmal durch. Es ist wichtig, den Heiler schnell zu finden. Wir haben ein Zeitlimit. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir müssen aufpassen, dass uns das
Pferd nicht unterm Arsch wegstirbt. Wir hätten wahrscheinlich einen kürzeren Weg nehmen können, egal. Und einen ungefährlicheren noch dazu. Ehefrau des Asses. Wer seid ihr? Geht fort. Ganz ruhig, ich möchte euren Mann sprechen. In der Nähe liegt ein Mann im Sterben. Er braucht Hilfe. Oder das hättet ihr mir gleich sagen sollen, aber mein Mann ist nicht zu Hause. Er ist bei einem Patienten in einem benachbarten Dorf. Wo ist dieses Dorf? Go straight. Geradeaus und dann, nochmal geradeaus. Dann links, geradeaus, wieder links, dann rechts oder was? Links, dann, ach... Habt ihr eine Karte? Ich zeige euch den Weg, damit ihr euch nicht verlauft. Ach, wie lieb. Danke, das wäre besser für euch. Ja, sag mal. Ihr wollt mich doch wohl veräppeln. Jetzt reiten wir nochmal ins gleiche Dorf, aus dem wir gekommen sind, zurück. Um rauszufinden, dass der Arzt in dem Dorf schon ist, in dem der Patient ist, der Hilfe braucht, für den wir den Arzt besorgen sollten. Ja, dazu fällt mir dann auch nichts mehr ein. Der steht direkt beim Händler. Hello. Hallo, warum habt ihr es so eilig? Doktor, ihr seid doch Arzt, oder? Yes, I am. Ja, ich bin Arzt. Was kann ich für euch tun? In diesem Haus liegt ein Mann im Sterben. Bitte helft ihm. I am ready. Natürlich ist es meine Pflicht, Menschen zu helfen. Führt mich zu ihm. Folgt mir und beeilt euch. Dazu fällt mir echt nichts ein. Direkt über die Straße stand der Arzt. Und ich musste erst in ein anderes Dorf... Na, ich will jetzt... Großartig, ich komme rechtzeitig. So, Mädchen. Quick, I need a doctor. Nein, dein Vater braucht nass. Mach dir keine Sorgen, er ist schon da. Doktor, kommt nur herein. Herein? Ach, super, wie er hier da in der Bewegung festgefroren ist. Doktor, hurry. Doktor, beeilt euch. Dränge ihn nicht, er kommt doch schon. Oh, und wir haben einen Levelaufstieg, so wie es sieht. So wie es aussieht. Thank you. Danke, ihr habt das Leben meines Vaters gerettet. Ich bin froh, dass unsere Bemühungen nicht umsonst waren. Vater des Mädchens. Super einfallsreicher Name. Wir haben sein Haus ausgeraubt. Jetzt nehmen wir wieder unser eigenes Pferd. Pferd. Hello. Super, dass du eine super Warenauswahl hast. Also diese Nebenquests, die sind teilweise echt ja, etwas lächerlich. Oh. Jetzt können wir auch die alte Mönchsrüstung verkaufen, denn wir können jetzt die bessere benutzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ja, für die Rüstung eines Grauen brauchen wir noch zwei Teile mehr. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, das sollten wir auch in kürzester Zeit zusammenkriegen können. Ja. Und was haben wir hier? Zubehörsatz für Rüstung. Da könnten wir das hier mal verbessern. Theoretisch, Werkzeugsatz für leichte Waffen. Ich lasse das erstmal, das können wir später noch vielfach machen. Erstmal ist es wichtiger, ich habe hier schon länger gemacht, als ich, oder? Nein. Moment. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich will jetzt schon aufnehmen, diese Folge. Ich tue bloß so. Und wir sollten eigentlich uns besser verbessern auf dem Off-Level-Screen oder wie auch immer man das nennt.
Ich glaube, da hinten stand unser Bauer rum. Irgend so ein Bauer. Der sah so bohrig aus, genau ein Handwerker. Dass die da. Was? Dass die einfach um Feld arbeiten, während da so ein Monster rumlungern. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wäre mir persönlich zu gefährlich. So als einfacher Bauer, unbewaffnet. Naja. Müssen die ja wissen, auf was sie sich einlassen. So, jetzt gehen wir erstmal auf unseren nächsten Screen. Fürs nächste Level Up brauchen wir 11.211 Erfahrungspunkte noch. Schwere Waffen könnten wir jetzt maximieren, will ich aber gar nicht. Mittlere Waffen, Stäbe und so. Leichte Waffen brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Das ist total unnütz. Am Anfang braucht man das vielleicht ein bisschen. Da haben wir das ja auch rein investiert, ganz am Anfang. Aber ich denke, ich gehe jetzt weiter auf mittlere Waffen. Dann Fernwaffen, noch ein bisschen mehr. Diplomatie für den Handel. Und den maximalen Wert der Ausdauer. Maximalen Wert der Gesundheit. Ja, Ausdauer ist erstmal wichtiger. Ach so, wir haben nur 2 Punkte. Stimmt ja. Ja, komm. Heben wir das fürs nächste Level Up auf. Level Up auf. Auf und ab. Oh, da ist ein Stall. Da können wir ein Pferd kaufen und so. Wie ich sehe, entweder ein schnelles Pferd oder ein schnelles Pferd. Ist ja auch super, wenn die hier schnelle Pferde haben. Good day to you. Fels kommen wird. Ja, fragt meinen Schnellburschen. Ja, ist klar. So, gibt's hier noch irgendwas zu klauen? Nein. Schade. Deswegen bin ich doch extra reingegangen, Mensch. Greetings, good sir. Ja, ich möchte eines dieser Pferde kaufen. Wir, make your choice, then. We have two horses now. Dann trefft eure Wahl. Wir haben gerade 2 Pferde hier. Ihr könnt eines oder beide haben, wenn ihr wollt. Ein normales Schlachtross kostet 6.800 Münzen. Wir haben auch ein gutes, reinrassiges Schlachtross, aber das ist teurer. Ich verkaufe es euch für 9.900 Münzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen wir haben. Wir haben eigentlich gerade ein gutes Pferd. Wir haben 17.000 Münzen. Wir könnten uns eins leisten, aber ich spare lieber. Ich sage ja, man muss aufs Geld achten. Und wir gehen jetzt erst... Wir gehen, ja. Wir... Ach, verdammt. Wir reiten jetzt erstmal in unser Verderben. So, Banditenstufe 2 haben wir lange nicht mehr gesehen seit Arcana. Seit wir in der Stadt von Arcana waren. Also in der Stadt Arcana. Das Land heißt ja ganz anders. Also der Planet heißt Surinaka. So wie man ihn in der Welt der Menschen kennt. Und wir sind ja hier ganz woanders. Auf dem Planeten Surinaka. Und dann nennt man die wieder anders. Ich habe schon wieder vergessen, wie. Wenn es für alles mehrere Bezeichnungen gibt, ist es einfach, irgendwas zu vergessen. Wahrscheinlich brauchen wir unsere Waffe auch gleich wieder. Ja, wusste ich's doch. Bungee-Sprung-Stufe 3. Ach, hier ist auch gleich ein Händler. Bei dem können wir dann wieder was loswerden. Ich muss gleich wahrscheinlich auch wieder die Folge beenden. Ich muss mir echt mal merken, wann ich anfange. Ach du Scheiße! Standen die alle im Gebüsch rum oder was? Ach, du Kacke. Ach, du Kackies. Ah, Mann. Mann. Das
kann ja was werden. Wie sieht's mit der Ausdauer vom Pferd aus? Ja, noch relativ gut. Die sollten wir eigentlich klein kriegen jetzt. Nur wenn es um mehr gegangen wäre, hätte ich mir Sorgen machen müssen. Ah, sind ja auch nur noch zwei jetzt. Sind auch nur Stufe 3. Wenn das alle Stufe 4 gewesen wären, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Aber die kommen ja zum Glück nur relativ selten vor. Jetzt im Moment sind wir jedenfalls noch. Eieiei, jetzt haben wir aber richtig was zu looten hier. Das muss man mal festhalten. Das ist ganz schön amtlich. Machen wir es mal amtlich. So, noch ein Kürbis. Wir haben 101 Kürbis. Es fehlen uns bloß noch die passende Anzahl an Dalmatinern. Oh, eine Gießarme. Ein paar Gießarme. So. Oh, da gibt's Himbeeren. Ach Quatsch, Erdbeeren. Die sehen bloß aus wie Himbeeren. Ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt von, dass die Himbeeren aussehen wie... dass die Erdbeeren aussehen wie Himbeeren. So rum. So. Was? Tomate? Ach man. Sind die Tomaten aus wie Erdbeeren und die Erdbeeren sehen aus wie Himbeeren und deswegen sehen die Tomaten auch aus wie Himbeeren. Ach, ihr könnt mich doch einfach mal nicht so verarschen. Verkaufen wir erstmal hier und dann beende ich die Folge und dann... Obwohl, ich beende jetzt schon die Folge, dann verkaufe ich und dann geht's gleich in der nächsten Folge weiter. Also bis dann, ciao, ciao.